Hallo ihr Lieben, ich bin heute wieder für euch in Löwenau zu unserem aktuellen Blog. In den letzten 3 Monaten war nämlich eine ganze Menge los. So hieß es zum Beispiel, wer hat Lust auf die Nautilus? Wir haben nämlich unseren Forscherkahn zurück aus dem Winterschlaf geholt. Nun ist er wieder flott für neue Entdeckungstouren und Abenteuer im sagenhaften Spreewald. Große und kleine Naturforscher zu zweit oder in Gruppen bis zu 28 Personen können entdecken, was alles so im Spreewald huscht, krabbelt, fliegt oder schwimmt. Wenn ihr also Lust auf die Nautilus habt, dann meldet euch bei uns. Für unser Lindenviertel planen wir derzeit ein ganz besonderes Projekt. Als kleinen Beitrag zur Energiewende prüfen wir nämlich gerade, ob und inwiefern es möglich ist, Photovoltaikanlagen auf den Dächern unserer Wohngebäude zu installieren. Und wir kooperieren derzeit mit Planern und Energieversorgern. Die Solaranlagen werden dann von einer speziellen Firma installiert und auch betrieben. Unsere Genossenschaft kann sich freiwillig dazu entscheiden, ob sie die Möglichkeit mit dem grünen Strom nutzt. Ja, und für die Mitglieder hat das natürlich auch was Positives, denn eventuell könnten sich dabei die Betriebskosten senken im Bereich Haus- und Kellerlicht und zum Betrieb der Hausanschlussstation. Wenn die Knochen knacken, wird es ernst. Früher Selbstverständliches wird plötzlich zu einer großen Hürde. Eine ganze Industrie kümmert sich darum und entwickelt Hilfsmittel, um den Alltag in den eigenen vier Wänden zu meistern. Wir von der GWG richten gerade eine Musterwohnung ein, wo genau diese Alltagsmöglichkeiten und Hilfsmittel ausprobiert werden können. Die hierfür erforderlichen Umbaumaßnahmen haben bereits begonnen. Wir werden euch über den Fortschritt der Bauarbeiten regelmäßig informieren. Zunächst wurde die Wohnung beräumt und entkernt, Wanddurchbrüche gemacht und somit der gesamte Wohnungsgrundriss dem Vorhaben angepasst. Deutlich zu erkennen sind zum Beispiel schon die verbreiterten Türbereiche. Seht selbst! Am 25. April fand im Rathaus Löbenau das 33. Stadtforum der Löbenau-Brücke statt. Die anwesenden Bürger wurden über den aktuellen Stand der aktuellen Projekte und der geplanten Projekte informiert. Außerdem wurden auch die einzelnen Förderprogramme vorgestellt und die Vorteile erläutert, die sich daraus für die Löbenauer ergeben. Bürgermeister Helmut Wenzel führte durch die Themen dieses Forums und schilderte mit klaren Worten, welche Vorhaben in Löbenau bereits umgesetzt bzw. in Planung sind. Zur Sprache kamen auch die Aktivitäten des Jugendfördervereins in der Dammstraße. Die Arbeitsgruppe Zeitgeschichte stellte ihr neues Ausstellungsprojekt VEB Kraftwerke Löbenau-Fettschau vor. Quini Nopper gab einen Ausblick auf Löbenauer Veranstaltungen. Am Ende kamen auch die Bürger selbst zu Wort. Bürgermeister Helmut Wenzel beantwortete vorgebrachte Anregungen und Kritikpunkte. Abschließend wurde bei einem leckeren Imbiss verweilt und das eine oder andere Thema nochmal diskutiert. Am 26. Mai machten wieder die Polka Beats in Löbenau Station. Es war wunderbar. Ungefähr 400 Musikfreunde trafen sich am Gleis 3 zur zünftigen Polka-Party. Die Stimmung war spitzenmäßig. Die Bands haben allen ordentlich eingeheizt. Und das Wetter, das spielte auch mit. Ja, was kann man mehr erwarten? Ja, und wenn ihr das verpasst habt oder neugierig geworden seid, dann merkt euch schon mal den 24. bis 26. Mai 2019. Denn dort habt ihr wieder die Möglichkeit, euch von den Polka Beats mitreichen zu lassen. Ja, aber wir informieren euch natürlich auch vorher, also keine Angst. Ihr kriegt den Termin auf jeden Fall nochmal mit. Zum Schluss möchte ich euch noch auf eine ganz besondere Veranstaltung aufmerksam machen. Am Samstag, den 7.7., findet der jährliche Charity-Lauf zugunsten des Tierparks Cottbus statt. Für jede absolvierte Runde eines Teilnehmers spendet die Cottbuser Genossenschaft 1 Euro an den Tierpark. Sei dabei und unterstütze unser GWG-Laufteam und den guten Zweck. Mehr Infos findet ihr auf der Homepage von EG Wohnen. So ihr Lieben, das war's wieder von mir. Wir sehen uns in 3 Monaten wieder, dann berichte ich euch wieder, was alles passiert ist. Ja, habt einen schönen Urlaub, immer schön mit Sonnencreme eincremen. Empfiehlt uns weiter und immer schön auf die Mutti hören. Ciao, ciao.